Hey ho, meine Lieben, heute ist es soweit. Ich nehme mein Restchicken, was noch übrig ist, hier und probiere es erst einmal. Einmal frei. Geht es am Anfang vom Video schon los. Und damit baue ich mir einen geilen Chicken Burger. Minimalistisch, aber richtig geil soll er werden. Geh mal rüber in meine kleine, aber feine Küche und leg mal los. Attacke! Tja, aus dem Minimalistisch ist irgendwie beim Sachen rausholen schon wieder etwas mehr geworden. Wir haben unser Hähnchen, unser Chicken. Dann habe ich hier so Kraft Burger Buns von Edeka. Ja, die haben mir gefallen, habe ich mitgenommen. Salz, Pfeffer und Paprika. Brauchen wir ja auch noch ein bisschen was. Ein bisschen Knoblauch noch dazu. Ein bisschen Zwiebel. Da werde ich aber nicht die ganze brauchen. Ein Ei. Ein bisschen Paprika-Tomatenmark. Dann haben wir hier noch eine Salatgurke. Ein Cheddar. Einen roten Kopfsalat. Ja, ein bisschen Salat muss einfach sein. Dann habe ich hier Ketchup, Mayo und ja, wenn man will, noch eine Barbecue-Soße. Und wo lege ich los? Ganz klar. Klopfen mal gleich das Ei hier rein, dann ist das nämlich schon weg. Und das ist eine ganz tolle Eierschale. Nehmen wir unser Hähnchen und das schnibbel ich jetzt einfach kreuz und quer klein. Da sind keine Knochen, keine Knorpel, nichts mehr drin. Das Hähnchen habe ich ja letztens in der Heißluftfritteuse gemacht. Und das war lecker. Aber wenn es natürlich 2 Tage im Kühlschrank verbringt, dann ist es etwas trockener. Tja. Aber dafür sorgen wir jetzt dann für Abhilfe. Ein Utensil habe ich gerade noch vergessen. Die Semmelbrösel-Geschichte. Die hole ich aber gleich noch aus dem Schrank raus. Und dann seht ihr das auch noch. Warum schnippel ich das Ganze so klein und mache Ei und Semmelbrösel etc. pp. Dazu? Ja, ganz einfach, dass wir uns ein schönes Patty draus formen können und dass das dann auch hält. Und ab in die Schüssel. Dann schneide ich mir jetzt noch ein bisschen was von der Zwiebel runter, schneide es klein, den Knoblauch und schnippel den gleich noch mit hier rein und dann... Ja, sehen wir uns wieder. Zwiebeln und Knoblauch klein geschnitten, also es war nicht wirklich viel von der Zwiebel, nur ein bisschen. Und wisst ihr, was ich jetzt nehme? Zum Eindicken sozusagen, ich nehme noch Panko-Mehl und fertig. Aber jetzt zuerst einmal von dem Tomaten-Paprikamark ein bisschen was hinein. Es gibt noch ein bisschen Zusatzgeschmack. Und dann, weil halt, hauen wir noch mal ein bisschen Salz mit hinzu. Ein bisschen Pfeffer. Und Paprika. Wir müssen natürlich dann das Ei, das Panko-Mehl und den Rest ja jetzt auch würzen. Und deswegen kommen da jetzt nochmal dieselben Gewürze drüber wie beim Hähnchen vorher. Auch mal ein bisschen Panko-Mehl. Einmal den Handschuh reinschlubben. Dann kann man mal hier anfangen.
Ja, aber ob ich die Bindung so herbekomme, wie ich sie gern möchte, Leute, das weiß ich immer noch nicht. Ja, definitiv lang genug kneten und dann kriegt man da schon eine schöne Masse her. Das mache ich jetzt noch ein bisschen durchkneten. Dann sehen wir uns danach dann. Also von der Gurke schneide ich bloß ein paar Scheiben ab, vom Salat rupfe ich bloß ein paar Blätter ab, den Cheddar brauche ich auch bloß ab, auspacken, zwei Scheiben raus. Ja, und danach sehen wir uns hinter mir am Opti-Grill. Ich habe mich entschlossen, den Bun jetzt einfach, das Patty einfach so schnell mit der Hand rauszuformen. Ich muss auch immer aufpassen, dass er nicht zu sehr reißt am Rand. Der soll ja auch eine gewisse Stärke haben. Also reicht mir das doch genau für einen Burger aus, an dem ich heute den ganzen Tag dran futtern werde. Eigentlich hätte ich auch die Grillschuhpresse schnell nehmen können, aber die hätte ich dann extra waschen müssen. Und so ist er jetzt auch in Ordnung. So kommt er nachher gleich auf den Opti-Grill. Ganz genau. So machen wir das. Ich tue jetzt nur noch die anderen Sachen schnell vorbereiten. Ja, und dann gehen wir rüber zum Grill, wieder zurück und dann wird zusammengebaut. Heieiei, warum steht der auf Bacon? Ganz einfach. Ich habe im Kühlschrank noch ein Bacon gefunden und den brate ich mir zuerst durch. Okay, wird vorgeheizt und ja, mit Bacon schmeckt alles besser. Zack, 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 Bacon rein. Einmal, zweimal, den tun wir kurz anschnorpeln. Danach haue ich das Bun einfach rein und naja, vielleicht hätte ich doch lieber ein Toastbrot nehmen sollen, aber das werden wir nachher sehen. So, das reicht. Dann schmeiße ich hier jetzt ganz knallhart einfach die Buns drauf und tue die ein klitzeklein bisschen antoasten. Und jetzt schalte ich das Ding einfach mal aus. Auf Wiedersehen. Und jetzt gehen wir hier auf. Gehen wir auf Burger. Speisen einlegen. Das machen wir. Ja, warten. Und dann gehen wir auf die andere Seite und fangen schon mal mit dem Brötchen hier belegen an. Naja, die Zeit hier, die können wir jetzt wahrscheinlich eh vergessen, weil das ist ja schon vorgebrutzelt. Da werde ich mal zwischendurch reingucken. So, meine Lieben, fangen wir hier nämlich gleich mal an. Was war an der Unterseite? Das müsste Unterseite gewesen sein. Da kommt Mayo drauf. Wird das eine Sauerei heute? Und wahrscheinlich viel zu viel Salat. Gut, dann hauen wir auch gleich mit hier unten rein. Nein, die haue ich oben drauf. Hier unten tun wir noch den Bacon mit rein. Und tun wir von dem ein Cheddar, das war übrigens ein Cheddar-Block. Tu mal was hier mit drauflegen, wo dann das Patty draufkommt. Ich liebe Mayo. Ja, restlichen nehmen wir für oben. Wenn es jetzt schon warm wäre, wird der Cheddar hier schon drauf schmelzen. Aber so warm ist das Brötchen leider nicht mehr. Der Eumel geht hier jetzt natürlich von komplett rohem Fleisch aus. Naja, ich glaube, da können wir schon noch ein bisschen. Hm.
was ich jetzt noch schnell mache, ich drehe jetzt einfach einmal noch. So. Ja, außenrum brauche ich schon noch ein bisschen, glaube ich. Dann lass man einfach durchziehen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ab mit dem Teil aufs Bun. Das Patty auf das Bun. Genau, das machen wir jetzt. Scheiße. Ich habe vergessen zu filmen, wie ich das Patty darüber hole und auf das Bun lege. Verdammte Axt. So kann es gehen. Aber ich habe hier noch den restlichen Cheddar drauf, die Gurken drauf, ein bisschen was von der Whisky-Soße hier drauf und ja, fertig ist meine Version von einem Chicken Burger, von einem Chicken Burger Resteverwertung. Und jetzt gucken wir uns den erstmal von innen an. Und ich würde mal sagen, ab in den Hals. Ja, ja, hier. Mächtiges Teil. Leute, richtig, richtig geil. Macht ihr euch mal ein Hähnchen, esst bloß das halbe und macht euch aus der anderen Hälfte einen geilen Burger. Ich hocke mich hier drüber auf meine blaue Couch, zu meinen geilen Burger genießen. Also ich finde den richtig, richtig geil gelungen. Ich zeige euch nochmal das angefressene Stück mit dem ganzen Stück hier mit der Hälfte. Und ja, man hätte den jetzt auch schön in der Pfanne rausbraten können. Wäre gar kein Problem gewesen. Oder auf dem Kohlegrill oder auf dem Gasgrill. Wäre alles gar kein Problem gewesen. Restzwiebel. Ne, man sieht ihn jetzt nicht, Kamera zu hoch. Oder eben, wie es ich, auf dem Opti-Grill. Okay? Ja, dann bleibt zu überlegen, was ich als nächstes Video mache. Und ich kann gar nicht aufhören. Aber das ist dann die nächste Geschichte, würde ich mal ganz pauschal behaupten. Ich esse jetzt, Leute, wir sehen uns wieder. Freundliches Kommentar, ein Däumchen nach oben, Abo. Wer mich schon deabonniert hat, würde mich freuen. Ja, und geil, ein Burger für mich alleine. Leute, hasta la vista, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kowski.